Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurer Sophos O2M E-Mail-Benachrichtigung einrichten könnt. SMTP-Server, etc. Damit eure Sophos euch benachrichtigt, zum Beispiel bei neuen Updates oder wenn das VPN getrennt wird oder vieles mehr. Das zeige ich euch jetzt. Wir fangen an, wir öffnen zunächst unseren Browser und melden uns einmal hier auf unserer Box an, auf unserer Sophos O2M. Perfekt, dann gehen wir jetzt direkt los. Wir gehen nämlich einmal hier auf Verwaltung und haben hier Benachrichtigung. Hier seht ihr schon, ich habe schon Empfänger eingetragen. Das heißt, hier könnt ihr ganz normal neue E-Mail-Adressen eintragen, eure eigene. Das ist wurscht. Bei Absender ist es wichtig, wenn ihr zum Beispiel einen Exchange habt, könnt ihr natürlich auch Alias-Adressen eintragen, wo Senden als Berechtigung existieren. Aber wenn ihr ganz normal web.de, Gmail oder was auch immer habt, muss hier die gleiche Adresse drinstehen wie bei dem SMTP-Server hier. In meinem Fall habe ich ein SMTP Relay eingerichtet für meine Exchange. Das heißt, ich habe einfach nur den Server selbst hinterlegt und den Port 25, weil der unverschlüsselt im internen Netz arbeitet. So, ich zeige euch jetzt einfach nochmal, wie ihr zum Beispiel web.de hinzufügen könnt als SMTP-Server. Ihr geht einfach hier auf das Plus und habt entweder Host, das heißt eine IP-Adresse, oder einen DNS-Host. DNS-Host ist ganz einfach, ihr gebt einfach smtp.web.de ein, dann löst er automatisch die IP-Adresse auf. Und wenn ihr den dann hinzugefügt habt, gebt ihr dann noch einen TLS, hier den 587. Und hier sieht man schon eine web.de-Adresse und da tragt ihr dann eure web.de, Gmail, was auch immer Adresse ein. Wichtig ist natürlich, dass ihr SMTP aktiviert habt oder IMAP SMTP bei Gmail, weil das, glaube ich, standardmäßig deaktiviert ist, damit man das nicht zweckentfremden kann. Ja, wenn ihr die Haken gesetzt habt, einfach übernehmen und dann passt das schon. Wichtig ist natürlich, wenn ihr die ausgehenden Regeln bei der Software eingestellt habt, dass zum Beispiel Port 25 und 587 nicht rausgeht, muss natürlich dies zunächst gemacht werden. Das heißt, einfach nur den Port 25 oder 587 freigeben, damit dann auch eure Sophos mit dem Mail-Server, dem externen Mail-Server arbeiten kann. In meinem Fall lasse ich es aber erstmal ganz normal auf unverschlüsselt TLS, also kein TLS, weil ich intern die E-Mails zustelle. So, das heißt, die Grundkonfiguration haben wir erstmal erledigt. Jetzt geht es um die Benachrichtigung, die wir einstellen können, möchten, wollen, sollen. Das heißt, wir gehen einmal auf Benachrichtigung und dann seht ihr schon eine Menge Sachen. Die sind standardmäßig bei SNMP fast alle angehakt, aber bei E-Mail sind auch meistens alle angehakt. Wichtig ist halt zum Beispiel der Web-Admin-Login, den würde ich immer deaktivieren, einfach weil sonst jedes Mal, wenn ihr euch anmeldet bei der Sophos, ihr eine E-Mail bekommt, was ein bisschen kontraproduktiv ist. Jedenfalls, wenn er erfolgreich ist. Wenn natürlich jetzt jemand das Kennwort falsch eingegeben hat, dass man dann benachrichtigt wird, das ist alles in Ordnung. Sieht man auch, Failed Web-Admin-Login, Failed SSH-Login, die würde ich immer anhaken. Und bei Successful kann man eigentlich die Haken ganz normal rausmachen, ganz normal übernehmen. Und das gilt halt pro Bereich. Das heißt, wir haben hier einmal Basissystem, wir haben hier einmal Endpoint, dann HA-Cluster, dann Intrusion Prevention, Protokollierung, Berichterstellung, Selbstüberwachung und wir haben Up-to-Date. Hier seht ihr auch wieder, New Pattern Files würde ich den Haken auch rausmachen, weil die Pattern Files werden ja, nicht täglich, ich glaube täglich oder alle 2 Tage jedenfalls aktualisiert. Und wenn ihr dann jedes Mal wegen Pattern Files eine E-Mail bekommt, ist das Postfach auch recht schnell voll. Das heißt, da auch den Haken einmal raus. Die restlichen Sachen könnt ihr ganz normal anlassen. Das passt. Gehen wir hier oben hin. Hier sind halt viele Einstellungen. Ihr könnt euch das selbst einfach mal anschauen bei eurer Software, was ihr halt gerne benachrichtigt haben möchtet oder auch nicht. Primär zum Beispiel diese Geschichten mit Selbstüberwachung. Das ist einfach, wenn zum Beispiel die Software gerade neu gestartet ist, dann sagt er natürlich am Anfang, dass der DHCP-Dienst und sowas nicht läuft und dass die Dienste alle im Hintergrund hochlaufen. Das kann natürlich immer ein bisschen dauern, wenn die UTM neu startet. Das heißt, das ist an sich auch alles in Ordnung. Dann haben wir hier zum Beispiel Protokollierung, Berichterstattung, zum Beispiel wenn die SSL-VPNs, also Site-to-Site-VPNs, ihr habt zum Beispiel mehrere Standorte vernetzt, wenn die miteinander verbunden sind und zum Beispiel bei der einen Seite der Internetanschluss tot ist und dann das VPN down ist, bekommt ihr eine E-Mail. Solange natürlich nicht eure Sophos down ist, weil wenn natürlich eure Sophos kein Internet hat, dann bekommt ihr keine E-Mail. Genau.
Dann Intrusion Prevention, klar, ganz normal Benachrichtigung. Port Scan Detected würde ich auch Haken rausmachen, weil Port Scan habe ich immer angehakt, dass er das erkennt und auch blockt. Das Problem ist, so viele Leute scannen die IP-Netze nach offenen Ports, um Angriffe zu machen. Deswegen habe ich den Haken mal rausgemacht, weil da hatte ich mal innerhalb von 5 Minuten über 100 E-Mails. Also das war mir ein bisschen nervtötend. Genau, dann haben wir HA-Cluster, klar, ist wie bei jeder anderen Firewall auch. Ihr könnt ganz normal HA-Cluster erstellen. Habe ich aber in dem Fall nicht viel mit am Hut, weil ich habe eine selbst gebastelte Sophos-UTM auf einem Intel NUC. Dann Endpoint gibt es nicht mehr, wurde abgeschafft, weil Endpoint-Antivirus wurde aus der alten UTM rausgelöscht. Das gibt es jetzt nur noch in dieser Cloud-Variante von Sophos. So, dann gehen wir nochmal hoch. Basissystem, und hier gibt es halt viele Infos zu verschiedenen Sachen. Zum Beispiel auch, wenn Let's Encrypt-Zertifikate nicht verlängert wurden. Das waren halt primär die Benachrichtigungen. Und die könnt ihr, wie ihr wollt, ihr könnt ihr einfach mal angucken, was ihr möchtet, und hakt dann halt Sachen an, aus. SNMP-MIP gibt's auch. Kann ich euch gegebenenfalls unten reinpacken, wenn ihr es möchtet. Wichtig ist halt, die offiziellen, die ihr runterladen könnt, die funktionieren nicht. Jedenfalls nicht mit PRDG. Es kann sein, dass ihr, wenn ihr andere Softwarelösungen habt, dann könnt ihr gerne einfach die SNMP-MIP von der Sophos-UTM runterziehen. Das zeige ich euch mal. Ihr geht nämlich einfach hier auf SNMP und geht dann hier unten auf Astaro Notifier MIP runterladen. PRDG kann die leider nicht verwenden. Ihr müsstet dann einfach checken, ob ihr die gegebenenfalls ganz normal nutzen könnt mit anderen Lösungen. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch, mein Freund. Dankeschön.